قراحت فان ورانا ام دخوازنا دست برنامه خوبكن. Liebe Freundinnen und Freunde, wir fangen jetzt mit dem Programm an. Ich möchte unseren ersten Redner, den Genossen Henning von der Interventionalistischen Linken, ganz, ganz herzlich begrüßen. Na, Havale Mesh, Interventionistische Linke, Henning, Buare Lesardike. Roshbash, Hevalno. Wir grüßen euch hier als Interventionistische Linke und sind froh, mit euch gemeinsam diese Demonstration durchzuführen. Es setzt fort, was wir schon seit langer Zeit begonnen haben. Wir sind gemeinsam auf den Straßen von Hamburg, Berlin und vielen anderen Städten haben wir demonstriert. Seit vielen Jahren gemeinsam. Seit über 40 Tagen nun hat die Türkei Afrin angegriffen. Seit über 40 Tagen versucht die Türkei auf Kosten der Kurdinnen und Kurden, der Aleviten, auch der Sunniten, die in dieser Region leben und viele andere Volksgruppen, ihre imperialistische Politik durchzusetzen. Die Schande ist, dass dies mit Billigung und Unterstützung der USA, Russlands und auch der Bundesregierung geschieht. Diese Bundesregierung, die Panzerlieferungen im Austausch gegen die Freilassung von Deniz Yüksel vereinbart hat, 31 in den Tagen vor seiner Freilassung. Eine Schande ist ein Außenminister, der behauptet, es hätte keinen Deal gegeben, der behauptet, es hätte keinen Quid pro Quo gegeben mit der türkischen Regierung und der Öffentlichkeit so ins Gesicht lügt. 31 Waffendeals sind kurz vorher vereinbart worden. 31 Waffendeals. Diese Panzer werden jetzt in Afrin eingesetzt. Deutsche Leopard 2 Panzer werden dort eingesetzt, die von der Firma Rheinmetall geliefert werden. Diese Firma Rheinmetall, die gestern noch eine Bilanz vorgestellt hat, wonach sie neue Millionengewinne macht, mit dem Blut der Menschen in Afrin und überall auf der Welt. Diese Firma Rheinmetall hat ihre Jahreshauptversammlung am 8. Mai diesen Jahres hier in Berlin. Und zeigen wir auch diesen Profiteuren des Krieges, dass es nicht unbemerkt bleibt, wenn sie ihre Millionen scheffeln auf mit dem Blut der Menschen in Kurdistan und dem ganzen Nahen Osten. Und wir möchten auch mit euch gemeinsam teilen, dass wir froh sind, heute so viele Fahnen von YPG und YPG zu sehen, dass der deutsche Staat versucht hat, diese Fahnen unsichtbar zu machen. Und die Fahnen von Abdullah Öcalan genauso. Aber wir sagen ganz sicher, es wird euch nicht gelingen, denn eine Bewegung lässt sich nicht unsichtbar machen. Wer glaubt, dass das Verbieten eines Bildes eine Idee verhindern kann, der hat in den Geschichtsbüchern nicht aufgepasst. Wir sagen ganz eindeutig, wir stehen mit euch an der Seite eines Projekts Rojava, das eine Perspektive bietet in diesem Syrien, in diesem ganzen Nahen Osten, das eine Perspektive jenseits von Staat, Macht und Gewalt bietet. Dieser Perspektive, auf diese gemeinsame Perspektive, machen wir uns gemeinsam mit euch auf die Suche. Wir suchen Anknüpfungspunkte und das, was wir möchten, ist eine gemeinsame Perspektive auch hier entwickeln. Wir sagen, es gibt, wie Bertolt Brecht sagte, wer seine Lage erkannt hat, wie kann der aufzuhalten sein? Und das heißt es für uns hier in Deutschland, die Gedanken und die Ideen des Internationalismus wieder aufzugreifen und eine internationalistische Praxis zu entwickeln, die heißt, dass wir gemeinsam für Befreiung, Ökologie, Feminismus und eine bessere neue Gesellschaft kämpfen. Hier in Berlin, in Afrin, in Rojava und überall. Danke euch.